Du hast dich aber gerade überhaupt nicht frustriert. Ich nehme die rechte Seite. Bei dem ist kein überhaupt was kommen. Ja, wenn man zum Teufel fährt. Ich glaube, jetzt können wir. Gehen Sie mit diesem Sicherheitsschlüssel zum Lager 212. Ich habe seit dem Franklin-Vorfall letzte Woche nichts mehr von Sergeant Lumley gehört. Ich muss Ihnen sicher nicht sagen, wie wichtig die dort gelagerten Müssen wir nicht untersuchen. Finden Sie heraus, was mit Warum nicht? Und was noch wichtiger ist. Ist eine optionale Mission und ganz ehrlich, wir können es auch später machen. Es ist jetzt nicht notwendig, dass wir das jetzt schon machen. Okay. Arktischer Anzug wurde freigeschaltet, nett. Muss ich jetzt wirklich diesen arktischen Anzug nehmen? Ja. Es sei denn, du willst... Abführen. Sicherheitshinweis. Ab diesem Punkt wird ein Schneeanzug benötigt. Ich finde, mein Anzug sieht hässlich aus. Wieso kriegst du denn schon so einen hübschen Anzug und ich eher so einen hässlichen Teil? Nenn den Anzug nicht hübsch, da komme ich mir komisch vor. Der Anzug ist aber hübsch, verdammt. Und guck mal meinen hässlichen Grau an. Dazu kann ich nur eins sagen, Pech. Oh, der ist tot. Ja, sowas passiert halt, wenn man kurzärmlich auf einem Eisplaneten abstürzt. Jetzt habe ich wieder zu viele Navy Packs mit mir rumschleppen.
Lauf! Wir scheinen direkt in einen Sturm zu klettern! Was? Sturm! Was? Doch egal! Bleiben Sie dicht an der Felswand! Boah, das war eine gute Reaktion. Von dir? Oder wie? Ich meine von uns. Aber ich habe mich fast zu Tode erschrocken an dieser Stelle gerade. Hey, wollen wir um 6 aufhören? Ja, komm mal. Das klingt schon so gefährlich, dass wir gleich abstürzen. So aus, als würde der die ganze Zeit mit seinem Kopf da anstoßen. Können Sie nächstes Mal aufpassen, wo Sie hintreten? Diese Rüstung ist so gut, damit kann man das bestimmt auch machen. Da kriegt man ja Kopfschmerzen davon. Das muss es sein! Ohne Scheiß! Oh, hübsche Aussicht. Die Zelle leuchtet wie an Weihnachten. Jemand scheint den Saft angedreht zu haben. Ich sagte doch, sie schafft's. Kommen Sie! Irgendwie die Schlussfolge meiner Brust entdeckt. Und ich will endlich meinen Flammenwerfer haben. Du und dein Flammenwerfer? Ja, Flammen sind, Ellie! Hübsch anzusehen. Auf dieser Seite der Wand sitzen wir quasi auf dem Präsentierteller. Sie ist da drin. Aber wir werden sicher nicht durch die Vordertür reingehen. Hey. Was? Damit eins klar ist, Clark. Wir kamen zu diesem zugefrorenen Scheißhaus, um die Marker zu stoppen. Und nichts, weder Sie noch Ihre Besessenheit von Ellie, kommen mir in die Quere, kapiert? Ich weiß, wofür ich das tue. Wie auch? Bringen wir den Aufzug wieder zum Laufen. Mit etwas Glück warten die anderen hinter den Turmen auf uns. Was ist mit Carver? Gott, Carver kann ganz schön erkotzen sein. Immer noch besser als Norton.
Isaac hat jetzt halt eigentlich wohl einen Helm auf, klasse. Verdammt, ich weiß nicht mehr, wie es ist. Oh, Scheiße! Oh, kommen Sie! Sein Panzer ist zu dick! Ziehen Sie auf weiches Gewebe! Das Licht blendet. Ich glaube, hier wäre der Plasma-Cutter besser. Achtung! Es greift gleich an! Halt still! Nutz deine Rollenfähigkeit, Rolling on the Floor. Ach, ich bin ja der Wobbler. Weg. Hey, ich bin noch nicht fertig mit dir. Wo ist es hin? Okay, das ist jetzt eine Nachnummer. Ich habe das erste Mal im Alleingang zwei Tage gebraucht, bis ich dann das Tor kommen kann. Zwei Tage? Zwei Tage. Oh mein Gott. Was? Naja, du musst ja schließlich die ganze Zeit nur auf seine scheiß Tentakel schießen. Ellie. Hab ich auch gemacht, aber das erste Mal hab ich echt dreimal dran gesessen, bis da irgendwas Ellie. Passiert ist. Hörst du mich? Es ist Isaac. Einfach nichts passiert. Oh mein Gott. Kamera hat in seiner NPC-Variante auch nichts gebracht. Es tut so gut, deine Stimme zu hören. Und so weiter und so fort. Das Schiff, wir hielten dich für tot. Ich bin eurer Leuchtfackelspur gefolgt. Geht's euch allen gut? Ja, größtenteils. Kaum zu glauben, dass ihr beide am Leben seid. Hier sind unsere Koordinaten. Wir sind in der Kommandozentrale. Wir kommen so schnell wir können. Hier ist ein Leiter. Ich geh mal kurz hochgucken.